So, hallo zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns noch kurz mit Graphen von Exponentialfunktionen. Das Allgemeine von Exponentialfunktionen hatten wir ja schon in der Schule. Dazu nehme ich einfach eine Exponentialfunktion her, nämlich 2 hoch x. Hier habe ich eine ganz normale exponentielle Zunahme. Der Definitionsbereich ist natürlich wieder ganz r. Der Wertebereich ist r plus. Ich habe also einfach die Asymptote bei y gleich 0. Und diese Funktion will ich jetzt einmal durch orthogonale Affinität abbilden. Dazu zeichnen wir die Funktion erst einmal und bilden dann durch orthogonale Affinität mit k gleich 0,8 an der x-Achse ab. Dann kommt natürlich raus, y ist gleich 0,8 mal 2 hoch x. Und recht viel ändert sich nicht, die Kurve wird nur ein bisschen flacher. Danach bilde ich durch Parallelverschiebung ab. Alles geht genauso wie bei Potenzfunktionen. Ich habe also die Exponentialfunktion um 2 nach rechts und 3 nach oben verschoben. Und hier habe ich dann die Funktion y ist gleich 0,8 mal 2 hoch, Klammer auf, x minus 2 plus 3. Und auch hier kann man wieder sehen, der Aufbau ist genau der gleiche wie bei der Potenzfunktion. Die Verschiebung in x-Richtung ist eben wieder bei x angezeigt. Da ja x diesmal im Exponenten ist, muss ich eben die Verschiebung in x-Richtung auch in den Exponenten schreiben. Die Verschiebung in y-Richtung ist einfach wieder das hinten mit plus 3. Dann habe ich eben diese Funktion. Diese Funktion hat natürlich wieder Definitionsmenge, wie immer bei einer Exponentialfunktion. Ich darf jeden Wert einsetzen für x. In dem Fall habe ich aber nicht mehr die Wertemenge r plus für y. Nämlich, ich habe ja die Exponentialfunktion um 3 nach oben verschoben. Also habe ich die Wertemenge y mit der Eigenschaft y ist größer als 3. Auch hier habe ich natürlich wieder eine Asymptote, die ist eben diesmal nicht mehr die y-Achse, sondern y ist gleich 3, da die ganze Funktion um 3 nach oben verschoben wurde. So, was kann man also Graphen von Potenzfunktionen sagen? Ich kann sie einmal orthogonal abbilden und dann eine Parallelverschiebung machen und dann habe ich eben allgemein y ist gleich k mal a hoch x minus c plus d. Und dadurch ist der Graph einer Exponentialfunktion festgelegt. Dazu machen wir noch ganz kurz ein paar Beispiele. Hier habe ich 0,7. 0,7 heißt ja, wie wir schon wissen, dass es eine exponentielle Abnahme ist. Und dieser Graph ist einfach bloß um 3 nach rechts in der x-Achse verschoben. Der hat also wieder Definitionsmenge wie immer ganz r. Und auch die Wertemenge ist wie Standard r plus. Ich habe also die Asymptote bei y ist gleich 0. Außerdem tut der Graph folgendermaßen, also eine exponentielle Abnahme. Hier haben wir den nächsten, y ist gleich minus 0,5 mal 3 hoch x plus 2. Was heißt eben wieder minus 0,5? Es geht eben jetzt wieder nach unten und eben nicht nach oben. Die Definitionsmenge ist ganz r. Die Wertemenge ist eben jetzt nicht mehr r plus, sondern eben r minus, weil der Graph nach unten geht. Er ist allerdings nicht auf der y-Achse verschoben, deswegen ist die Asymptote weiterhin 0. Aber hier kann man sehen, wenn das 0,5 wäre, wäre es eben überhalb von der y-Achse, so ist es eben unterhalb von der y-Achse. So, dann noch nächsten, der y ist gleich 1,5x minus 1, wieder exponentielle Zunahme. Diesmal ist der Graph auf der x-Achse nicht verschoben, allerdings auf der y-Achse um 1 nach unten verschoben. Das heißt, die Wertemenge wird y mit der Eigenschaft y ist größer als minus 1. Und der Graph sieht dann folgendermaßen aus. Wird sich immer weiter minus 1 annähern, aber den minus 1 nie erreichen. Und dann noch das letzte. Hier haben wir wieder einen Vorfaktor mit 2 mal 0,8. Man darf die 2 mit den 0,8 nicht multiplizieren. Bitte nicht diesen Fehler machen. Hier ist es immer Potenz vor Punkt vor Strich. Also zuerst kommt die Potenz. Also bitte nicht 2 mal 0,8 rechnen und dann hinschreiben 1,6 hoch x minus 1. Das ist falsch. Hier haben wir eben die 0,8, das ist eine exponentielle Abnahme. Der Graph ist eben um 1 nach rechts verschoben und um 2 nach oben. Wir haben wieder einen Definitionsbereich von ganz r und einen Wertebereich von y ist größer gleich 2. Das sieht dann folgendermaßen aus. So, das war's auch schon zu diesem Video. Bitte macht die Übungen am Arbeitsblatt und bis zum nächsten Mal. Servus!